Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Edles Vibe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Kuss auf die Nuss mit dem Excel. Hi. Wir schauen heute bei Epic, Moment, Epic Farming vorbei. Liebe Grüße gehen raus an dich, mein Lieber. Ich kann euch jetzt schon mal versprechen, auf uns wird ein Feuerwerk, also wirklich ein Feuerwerk vom Bildmaterial. Warten 9 Minuten. Ersteinsatz, 2x4 Axt, Kettendamper, Überladstation und Glas Jaguar TT 40.000 Sonderedition. Das wären Bilder, das wieder richtig geil. Epic Farming haben wir schon lange nicht vorbeigeschaut. Das Video hier hat der Liebe uns aber auch noch freigegeben, dass wir uns anschauen können. Wollen wir natürlich nicht verpassen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Lasst auch gerne hier auf Edles Vibe das Däumchen da, wird man uns sehr, sehr freuen. Und ja. Schaut natürlich unbedingt bei Epic Farming vorbei. Link ist in der Videobeschreibung ganz oben. So, und dann schauen wir mal hier. Ja. Okay. Oh. Wieder fantastische Bilder auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auch der Schnitt. Also er hat so einen ganz anderen Schnitt, finde ich, wie die meisten. Und ja, das ist halt nochmal. Na? Hier kommt der Nochmal. Glas, der Jaguar. Könnte auch ein 69 sein, oder? 69, 70 oder 80. Mal schauen, was draufsteht. Aber es ist geil. Schön hier, guckt bei Zeiten, Und wenn es früh noch ein bisschen dämmert, ne, da rückt die Kolonne ja, aus, ist das geil. und das ist halt wirklich tatsächlich hier mal was sehr Seltenes. Ja. Also das ist halt wirklich mal Ketten. was Seltenes. Mit Ketten halt, ne? Hab Hier. ich so auch noch nicht gesehen. Ich meine, ich weiß, aber noch nicht gesehen. Man muss ja dazu sagen, also schreibt mal bitte in die Kommentare, wie es jetzt genau sich verhält. Ich würde jetzt schätzen, die Ketten sind nur über die Räder gezogen. Die sind ja nicht angetrieben. Ich glaube auch, dass die drüber gezogen sind. Die waren hingelegt, du fährst drauf, ne? Und Ich dann. glaube, das ist einfach nur ein Vierachs-Anhänger, wo die Ketten draufgezogen werden, den du aber auch ohne Ketten fahren könntest. Einfach nur, um die Auflagefläche zu vergrößern. Ja. Wahrscheinlich. Ich weiß es aber nicht genau. Sieht zumindest so aus, ne? Genau, und hier nochmal der gleiche. Noch einer? Es wird so sein, dass die draufgezogen sind. Ja, kann ich mir auch denken. Sag mal, haben die Gummipuffer oder sind das Metall? Ist das. Nee, das ist ein Gummi. Sind das Gummipuffer an den Ketten? Ja, bitte. Warte mal, hier sieht. Man sieht es schlecht. Sehr schlecht. Oh, Überladestation hier. Mit einer dicken Das Über ist sieht halt man doof. auch extrem selten, ne? Oh ja. Oder? Ich finde, das sieht man wirklich selten. Also Oft bei wird es uns ja. gar nicht. Also oft wird es ja abgefahren einfach, ne? Ja, also bei uns siehst du es gar nicht. Bei uns sehe ich jetzt hier Tag ein, Tag aus der Hexter-Kolonne immer fahren, immer Nachmittag, wenn ich heimkomme. Weil wir auch eine riesengroße Biogasanlage haben. Ja. Und da kommt sie mir auch die ganze Zeit schon entgegen. Na Seit klar. 2 Wochen. Na, jetzt bin ich ja gespannt hier. Ich denke, die werden auf LKWs überladen, vermute ich. Bin mir nicht sicher. Könnte sein, könnte sein. Ich meine, so kannst du halt, also so vermute ich, so agieren die halt jetzt. Sie haben halt diesen Vorteil, mal kurz. Sie haben halt diesen Vorteil, sie können zwei Anhänger auf dem Feld rotieren lassen. Ne? Das heißt, der Hexer kann durchgehend fahren. Wie man hier sieht, das Feld ist halt sehr, sehr nass. Ne? Also das ist hier, das ist eine Schlammschlacht. Das heißt, die würden richtig Probleme haben, wenn die halt, denke ich, abfahren würden auf dem Feld. Und dann, jetzt wird es mal interessant, worauf sie überladen. Das wäre mal wirklich interessant. Du musst halt sehen, ne? Du hast halt nicht so viele, die auf dem Acker jetzt rumgurken in dem Sinne. Der schiebt den doch nicht etwa jetzt rückwärts. Ja doch, macht doch die ganze Zeit schon. Okay. So, hier haben wir die Überladestation. Jetzt. Ja, fährst du rein, kippst du rein, wird mit einem großen Förderband dann einfach quasi übergeladen. Mehr ist Ja. das ja nicht am Ende des Tages. Aber dennoch immer wieder schön anzuschauen. Geile Sache. Ich fand auch damals beim LS17 haben wir das genutzt. Auch die Göweil. Dass die Göweil Oh. für den 19er nie gekommen ist. Das fand ich sehr schade. Oder die Sehr, Göweil? sehr Die schade. Göweil gibt es nicht, ne? Nö. Das Gibt's nicht. verstehe Es ich gibt auch nur nicht. eine Göweil-Rundpresse. Rundballen, aber die Göweil von früher, nee. Ne, wo du Gar nicht. reingeladen hast. Ja, die Also gab's fahren es nicht. tatsächlich mit normalen Traktoren ab, einfach. Okay, also Traktor mit Anhänger wird dann abgefahren. Aber schöner alter Fender auch. Was ist das, 800er? Schwer zu sagen. Denke.
Ist das ein 800 oder ist das kleiner? Das ist kleiner, oder? Das ist kleiner. Ja, guckst du dir an. Das ist schön. Ja, es krass, ist, also ja. Das ist schon interessant jetzt. Ja, weil das siehst du halt auch alltäglich nicht, ne? Wie du schon gesagt hast. Das ist halt wirklich... Moment, was heißt diese 40.000 auf den Jaguar? Jaguar 40.000? Sonderedition. Keine Ahnung. Ja, ja, schreibt mal rein, weil, ob ihr wisst, was die 40.000 heißt. Das wäre jetzt tatsächlich mal interessant. Hm. Und hier sehen wir jetzt mal den reinen Überladevorgang. Ne, wird abgekippt und dann wird das über Förderbänder quasi... Hast du das Erntegut gesehen? Ja, schmackhaft, ne? Ja, da musst du reingreifen. Oh ja, yeah, aber da wedelt es auch gut durch die... da wird ordentlich weggehäckselt hier. Da wird ordentlich weggehäckselt. Ja, schnurbst das gut weg, du. Auch der Terra-Drag. Auch der Hexer mit Terra-Drag, sehr gut. Das finde ich immer wieder beeindruckend. Also bei so Maishexeln, das finde ich echt krass. Also welche Massen dieses Fahrzeug verschlingt. Also das finde ich immer sehr, sehr beeindruckend. Wenn du siehst, mit was für einer Gewalt das da vorne reingezogen wird, mit einfach brachial und stumpf, so ohne Rücksicht. Also das ist völlig egal, es wird einfach reingezogen und wird einfach weggehäckselt. Du musst halt auch sehen, mit welcher Geschwindigkeit, ne? Mit welcher Geschwindigkeit der das dann alles rausputzelt. Hier gibt er schon während der Fahrt ein Stückchen. Traum, das ist ein Traum. Oh, hier, da darf sich aber der Anhänger auch nicht zu viel rechts, links neigen, ne? Da musst du relativ gerade stehen. Ja, da musst du aufmachen. Siehst du, die sind nur aufgezogen, jetzt siehst du es richtig. Ja. Ja. Ah, wird's hochgefördert, okay. Obwohl man sagen muss, das ist natürlich. Ist natürlich zeittechnisch ein ganz schön massiver Aufwand, ne? Das natürlich, aber vielleicht geht's an der Stelle halt nicht anders, ne? Das wirst du halt auch. Ja, ja, wenn es nicht anders geht, genau. Das ist halt dann so. Ja, schön Silo schieben. Hm. Ja. Ah, hier kommen jetzt quasi auf. Oh, hier die Kühe, schön. Oh. Oh, mit Reifendruck, Reifendruckregelanlage, auch immer nice. Hier noch Bergmann. Ach, guck dir das an. Jetzt macht er gleich auf. Oh. Jetzt rausgefetzt. Also so eine geile Aufnahme. Ja, der macht sehr schöne Aufnahmen, das muss man wirklich sagen. Also der Epic Farming, man muss auch dazu sagen, einfach mal, der muss auch echt ein krasses Video-Equipment haben. Also Bruder, echt, schreib mir mal dein Video-Equipment, würde mich mal interessieren, was du so benutzt. Weil diese ganzen Slow-Mo-Aufnahmen, das ist ja nicht einfach, du nimmst was auf und lässt dann einfach in fünfmal langsamer ablaufen, sondern du brauchst natürlich auch Kameras, die eine sehr hohe FPS-Zahl schaffen. Ne, wie jetzt zum Beispiel, ich kann es euch mal kurz zeigen hier, GoPro 9. Ne, GoPro Hero 9 zum Beispiel, die schafft halt eine 1080p Aufnahme in 240 FPS. Das bedeutet halt wiederum, da kannst du stark verlangsamen. Da kannst du halt so ein Video 8-mal langsamer abspielen lassen, ne, und kannst halt wirklich eine schöne Slow-Mo-Aufnahme machen. Kannst das aber von Haus aus schon mit der Kamera. Die schafft aber auch 5K, das muss man auch dazu sagen. Das ist schon, also da brauchst du schon geiles Video-Equipment. Und das ist nicht mit der GoPro gefilmt, das kann ich euch auch sagen. Also würde ich meinen Arsch drauf verwetten. Mein persönliches Highlight des Tages. Geil. Was ist denn das? Es könnte ein Futterschiebroboter sein. Hä? Sieht aus wie so ein kleiner Rasenmäherroboter, ne? Könnte auch sein. Leute? In die Kommentare. Was ist das? Vielleicht sehen wir es gleich, was er macht, der Kleine. Ja. Schreibt mal rein, was ihr glaubt, was das jetzt war. Das würde mich hier echt mal interessieren. Das könnte was mit dem Futterschieben zu tun haben, aber der fährt ja gefährlich auf dem Platz rum. Wenn die da rein und raus gedonnert kommen, geht's ja mal fatsch und da war's das, ne? Ja, vielleicht nimmt er dann die rote Kelle. Ja, hier bin ich. Sein. Guck mal, wie geil der Abschubboden hier, also der Schubboden. Auf jeden Fall. Ah, das sieht schon gut aus. Ah, das kannst du schon so geil, ja, dann auch so geil verteilen, das ist schon cool. Ich würde da als erstes reinlangen wollen. Ist schon schöne Technik. Das wiederum ist eine GoPro. Ah ja, so ein bisschen, ich mag diese, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag diese ganze Technik, diese ganze Kameratechnik und so weiter. Ich bin da immer Fan von und was man da mittlerweile alles machen kann damit und was die alles können. Oha,
Ja, du hast halt, ne, du musst halt sehen, 512C ist es. Was? Der Fendt. Ach, 512, ja. Ich würde schon sagen, für den 8er war der, bis es, 8er ist er. Also, 8er wäre zu klein. Ja, oh, nee, du musst mal, halt sehen. Aber beide reichlich zu tun gerade. Ja, ne, der Untergrund, ne, das ist klar. Das ist schon eine Bitte. Gut, der ist auch nicht mehr viel Profil die, drauf, ne? Was die, das ist ja auch mit dazu. Aber was die Cams angeht, oh, das ist gut gemacht. Ja, hast du gesehen? Oben eingehangen, wurde raus. Aber was die Cams angeht, die Entwicklung und so, wie es jetzt mittlerweile immer mehr und was da alles Neues dazukommt, auch an Equipment, das ist schön geil. Das zum Beispiel, das muss mit einer Spiegelreflex oder sowas gemacht worden sein, weil du halt auch mit diesem Fokus und alles, was da gearbeitet wird, finde ich sehr geil. Also das ist eine coole Sache mit diesem Fokus und so weiter. Gefällt mir auch immer sehr, sehr gut. Auch hier, solche Aufnahmen sind ja nicht einfach. Überlegt euch mal. Allein so eine Aufnahme. Mal ohne Witz. Weil er, mit was, wie nimmst du das auf? Vielleicht auf einem kleinen fahrbaren Untersatz, mit dem man rückwärts fährt? Nee, ich glaube, er ist zu Fuß unterwegs. Ich glaube tatsächlich, das war zu Fuß. Du hast ganz leichte Bewegungen gesehen, ne? So ganz leichte hoch- und runter Bewegung spricht immer dafür, dass irgendeine richtig gute Kamera mit einem Gimbal. Mhm. Ja, mit so einem Gimbal, so einem Dreiachs-Gimbal, so ein Kamerastabilisator. Ja. Schick schön. Ja, es sind schon immense Bilder. Ja. Wahnsinn. Komm. Auch die Bilder hier, das ist halt cool gemacht. So von dem Baum an der Seite, an dem Baum hervor, dann. Entschuldigt, dass ich da jetzt ja echt mal so drauf eingehe, aber ich find's halt wirklich cool. Das ist zum Beispiel auch ein super geiler Shot. Von dem Baum hervor, der Fokus ist ja auf dem Baum. Ne? Mhm. Der Hintergrund ist ja unscharf. Und dann schwenkt ja aber dieser Fokus um. Jetzt sieht man's gut. Jetzt geht der Fokus scharf. Ist halt eine super geile Aufnahme. Ist eine tolle Aufnahme. Klar. Aber viele, na, man schaut sich halt an, aber man macht sich gar nicht so die Gedanken drüber, wie wird sowas denn überhaupt gefilmt. Und ich finde das immer cool. Also. Es steckt halt eine Menge Arbeit da drin, ne? Dass dann alles so. Auch Wissen. Also du musst auch dich damit beschäftigen. Du musst das Wissen haben und du musst auch so ein bisschen experimentell veranlagt sein. Und du musst natürlich auch ein Gefühl für Szenen haben. Ja. Das ist auch immer wichtig, ne? Auch hier, das ist zum Beispiel, würde ich sagen, auch zu Fuß mit einem Gimbal. Ach, lieber Epic Farm, Mensch, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Wir haben doch schon miteinander geschrieben. Bin ich nur blöd? Was, Jan? Ich weiß es nicht mehr. Teil 2 von 2. Ja. Sehr gut. Teil 2, uha. Ja. Danke. Ach, schöne Bilder. Jan Aden, genau. Ich wusste es doch. Siehst du? Genau, Jan. Schreib mich ruhig mal an, wenn du Bock hast. Ich würde mich echt mal, dein Video-Equipment würde mich echt mal interessieren, ey. Das ist echt, scheint schon ziemlich geil zu sein. Eine coole Sache. Auf jeden Fall. Vielleicht hat das sogar hier drin. Ach, hier steht halt auch einfach mal mein Equipment. Oh, eine Sony FS7, Alter. Das ist eine Hausnummer. Oha. Ach du Scheiße. Nochmal ganz anders. Oh, das ist eine Hausnummer. Oh ja. Das ist eine Hausnummer. Unglaublich. Aber dann brauchst du dich nicht wundern, warum solche geilen Aufnahmen, ne? Heftig. Uiuiui. Actioncam, was nimmt er da? Gar nichts, geht nicht. Fotokamera. Eine Alpha 6300. Ja, ich habe die Alpha 6000 als Kamera, als Facecam hier gerade. Die kostet natürlich nur die Hälfte. Die 6300 ist eine gute Kamera auf jeden Fall. Fotokamera, Gimbals. Ah ja, große Gimbal. Uff. Oha. Ja gut, also das ist natürlich, das ist für die Kamera wahrscheinlich, für die große, das ist natürlich ein Equipment. Also, ach, das hast du doch Scheiße. Dann auch, wollte ich gerade sagen, das hast du doch dann auch so sitzen und dann kannst du wirklich... Ja. Okay, okay. Okay, also das ist tatsächlich. Oh, der DJ, DJI RS, den habe ich auch. Nee, ich habe den DJI SC. Der RS ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Der SC kostet nur die Hälfte.
Auch ein starker Gimbal. DJI-Gimbal sind auch sehr gut. Eine Steadicam, was hat er da? Halleluja. Es ist schon der Hammer, ne? Ja, der hat schon gutes Equipment am Start. Ein Wahnsinn. Stativ. Drohnentechnik, eine M2 Pro ist natürlich krass. Eine M2 Zoom. Ja, das sind halt auch echt krasse Drohnen, das muss man echt mal so sagen. DJI Smart Control, DJI Akku. DJI Inspire. Okay. Ja, heftig. Eine 14.000 € Kamera, da weißt du Bescheid. Oh ja. Aber da musst du auch technikbegeistert sein. Ich finde es Definitiv. aber gut. Finde ich klasse. Man kann sein Geld bedeutend beschissener ausgeben. Das muss man mal ganz klar sagen. Das ist eine, Ja. ne? Finde ich gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da, schaut bei Epic Farming vorbei und wir sind erstmal raus. Bis dahin, ciao. Ciao.